Naturkosmetik selber machen geht so einfach. Hallo zu einem neuen Rezept. Mein Name ist Carina Numan, auch als Fräulein Grün bekannt. Und wir machen heute ein pflegendes Bad. Und zwar mit Blüten, die uns einen feinen Schutz durch ihre Inhaltsstoffe liefern. Wir haben dabei den Holunder. Wir haben die Rosenblüten dabei und Lavendel, den wir natürlich auch kennen. Und der besondere Clou ist, dass wir in diesem Pflegebad auch Kieselsäure mit dabei haben, die ja für unsere Haut einfach auch sehr wichtig ist. Und die holen wir uns durch die Hirse. Und noch einfacher kann es nicht gehen. Die Zutaten kommen alle in einen Mixer, werden dann zu einem ganz feinen Blütenpulver gemacht und dann ist es auch schon fertig. Aber das zeige ich euch jetzt. Also ich habe da eine Kaffeemühle, die wirklich Kräuter ganz fein pulverisiert, geht natürlich auch mit einer Küchenmaschine. Wer einen Mörser zu Hause hat, kann auch probieren, mit der Hand das fein zu pulverisieren. Was wir eben brauchen, ist einmal von einer Holunderdolde, von so einer Scheindolde, die Blüten. Die werden da jetzt reingerubbelt. Also wir brauchen die Zweige nicht. Dann kommt eine Handvoll von unseren Rosenblütenblättern rein. Das kann auch eine aus dem Garten sein. Wichtig ist halt, dass die nicht mit irgendwelchen chemischen Düngern gedüngt wurde, weil das würden wir mit unserer Haut auch aufnehmen. Und dann kommen 5 so Blütenköpfe vom Lavendel noch dazu. Und unser Clou, eben die Kieselerde, da brauchen wir 4 Esslöffel. Ja, die schaut schon sehr gut aus. Unser Blütenpulver mit der Kieselerde ist fertig und angewendet wird das ganz einfach, weil man hier das in das Bad geben kann, wenn man eine Badewanne zu Hause hat. Die Haut nimmt dann die Pflegestoffe auf. Oder man könnte sich eben auch mit Wasser, mit Apfelessig oder mit Joghurt sogar eine Maske rühren. Dafür einfach einen Esslöffel hernehmen und einen Esslöffel von einer Flüssigkeit verrühren und schon ist alles fertig.